Heute geht es um die ewige Frage, passt das große iPad Pro zu mir oder passt das kleine zu mir? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video von mir. Wie im Intro schon gesagt, heute geht es um zwei iPad Pros. iPad Pro 12,9 Zoll und iPad Pro 11 Zoll. Wenn man der Gerüchteküche Glauben schenken möchte, dann werden sehr bald, beziehungsweise vielleicht sind sie auch schon da, sie werden ja jeden Tag erwartet, neue iPads vorgestellt. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, dass wir auch jetzt noch drüber sprechen, denn es wird sich auch dann die Frage stellen, möchte ich das große iPad Pro oder möchte ich das kleine iPad Pro? Darum will ich als allererstes völlig allgemein, unabhängig davon, um welche iPad-Generation es geht, denn ein großes und ein kleines gibt schon sehr lange, einfach die Frage beantworten, groß oder klein. So banal es klingt, die reine Größe, kann ich so ein großes iPad überhaupt sinnvoll nutzen? Macht es mir Spaß, immer so ein großes iPad mitzuhaben, wenn ich viel unterwegs bin? Und passt es auch in meinen Rucksack? Das große iPad ist schon groß und es wird ziemlich sicher auch so groß bleiben und war auch immer schon so groß. Und das gehört einfach ausprobiert. Also geht es irgendwo hin, schaut es euch an, probiert es einzustecken, unauffällig, und gebt es dann bitte wieder zurück. Aber wie gesagt, passt das überhaupt so in euer Leben rein, weil ein iPad nimmt man halt auch sehr schnell mal mit. Darum geht das mit dem Großen. Ansonsten das Kleine, würde ich sagen, passt eigentlich immer und überall hin. Also für mobile Zwecke ist natürlich das Kleine ganz klar im Vorteil. Mit dazu kommt, es ist leichter, und zwar deutlich leichter als das Große. Das war auch immer schon so und wird auch so bleiben. Plus, ganz wichtig, Accessories wie zum Beispiel so eine Tastatur sind fürs Kleine günstiger. Oder so ein Smart Folio von Apple. Das Ganze ist ja dann einfach nur größer fürs Größere, dadurch allerdings auch teurer. Das kleine iPad ist auch von Haus aus günstiger. Also das Gesamtpaket, wenn ich mir ein 11 Zoll iPad Pro mit einer Tastatur zusammenstelle und vielleicht noch einer Tasche, ist es auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn man sich das große holt. Durch das kleine Display ergibt sich für mich jetzt ein ganz wesentlicher Nachteil, man sieht weniger. Wie meine ich das? Als allererstes, als Beispiel in Notizen oder halt wenn man irgendwo was schreibt, die Tastatur nimmt zwar auf beiden sehr viel Platz ein, wenn man jetzt keine externe verbunden hat, aber das, was da am 11 Zoll übrig bleibt, ist schon echt wenig im Vergleich zum 12,9er. Auch da, die Tastatur ist riesengroß und wie ich sage, auch da ist jetzt nicht super viel Platz, aber im 11 Zoll ist der Platz doch schon sehr beschränkt. Man sieht es auch im Browser, dass man einfach weniger sieht. Also beide sind jetzt offen und da oben habe ich sogar noch Tabs offen. Das bedeutet, das braucht mehr Platz als am 11 Zoll und trotzdem sehe ich am großen mehr. Eine weitere Sache, die einfach der Größe geschuldet ist, weil im großen iPad einfach mehr Platz ist, dass die Lautsprecher, auch das wird wahrscheinlich weiterhin so bleiben, im großen iPad Pro einfach besser klingen. Beide sind bei ungefähr 70-80% Lautstärke. Das große das kleine. Wenn es vertretbar ist, das große iPad Pro, das schränkt euch nicht irgendwie ein, da kann ich euch wärmstens, wirklich wärmstens empfehlen, holt euch das große. Und ich würde das große auch bevorzugen. Noch dazu in Kombination mit so einem Magic Keyboard ist das ein absoluter Luxus, ein tolles Display. Es macht so viel Spaß, darauf irgendwas zu schauen, zu tippen, zu machen. Ich liebe auch mein kleines iPad Pro, ich meine, sonst hätte ich es nicht, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, das ist eh schon durchgekommen, dann würde ich mich fürs Große entscheiden. Mit diesen Worten kann ich dieses Video sehr gut enden lassen. Ich bin super gespannt, was die nächste Generation an iPad Pros mit sich bringt. Am Ende würde mich noch interessieren, habt ihr auch ein iPad? Wenn ja, welches? Vielleicht sogar ein großes iPad Pro? Würde mich interessieren, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!